Gut, Partnerschaft mit Händler gestartet. Zwei neue Bestellungen erhalten. Neue Waren sind am Dock eingetroffen und warten auf den Weitertransport. Der Maschinenladen. Gut. Wunderbar. Wir sind also wieder im Geschäft. Und jetzt erstmal starten wir unsere Missionen bei Mingxi. Wartet, da muss ich ja vielleicht noch mal kurz was nachschauen. Gildenvorteile. Vergiss nicht, Wohlstandszertifikate hier bei der Logistikabteilung der Handelsgilde abzugeben und gegen Belohnung einzutauschen, okay? Okay. Wir müssen das also machen bis zu Wohlstandsstufe 20. Gut, gut. Da haben wir jetzt ja auch einiges zu tun. Schön. Now that you're here, let's get started on the dock related work. Gut. Um die Angelegenheiten der Auromallee kümmern. Also, Inventaraufstockung. Warte mal, das Finanzziel ist ja sag 100.000. Gut, dies sind die Gelder, die der Handelsgilde jetzt zur Verfügung stehen. Einige anfängliche Gelder wurden während der Lagerverwaltung angespart. Bis zum Einreichen der Ziele scheint es noch ein weiter Weg zu sein. Mache ich hier weiter die Lagerverwaltung. Gut, neue Bestellung. Bestimmte Waren passen nur in bestimmte Plätze. Der Profit aus einer einzigen Lagerverwaltung kann durch geschickte Übereinanderlegen der Waren gesteigert werden. Gut, gut. Da wir gerade eine Partnerschaft mit einem Laden geschlossen haben, haben die Docks auch neue allgemeine Bestellungen erhalten. Erfülle diese allgemeinen Bestellungen, um Gelder für die Handelsgilde zu erhalten. Die Waren werden in große Waren und kleine Waren aufgeteilt. Waren einer bestimmten Art passen nur in den zugehörigen Platzierungspunkt. Inventarisiere die großen Waren auf den großen Platzierungspunkt des Sternskiffs. Versuche als nächstes kleine Waren auf den entsprechenden kleinen Platzierungspunkten zu legen. Sehr schön. Schließe jetzt den Rest der Anfragen ab, um den Versandziel zu erreichen. Auch um Allee zählt auf dich. Gott, dann mal ran in die Arbeit. Gut, beladen, fortsetzen. Nutze die Plätze klug, um mehrere Schichten zu lagern. Hm? Ja, das ist schon mal nicht schlecht gelaufen. Nutze die Plätze klug, um die Arten von Platzierungspunkten zu ändern. Mhm. Also was die Lagerverwaltung angeht, haben wir schon mal gut hingekriegt, das Ganze. Du kannst noch mehr Gelder für die Handelsgilde erhalten, indem du das Inventar ordnest. Bist du sicher, dass du die Lieferung fortfahren möchtest? Warte, wir können das Ganze, sag noch optimieren? Aber wie bitteschön sollen wir das Ganze jetzt, sag noch optimieren können? Soll das denn, sag jetzt, für ein Hinweis sein?
Ach, Moment, ich weiß, er sagt jetzt, was er sagt, hier gemeint ist. Ich weiß jetzt, was er sagt, hier gemeint ist. Das hier nämlich. Okay, wir lassen das so. Mehr können wir jetzt, der sagt, da jetzt noch nicht machen. Und anders platzieren können wir das doch jetzt auch nicht. Gut, das große Tantchen vom Imbestand ist in Sorge darüber, dass ihre Stammkunden nicht gut behandelt werden. Okay, Händlereignis, Imbestand. Los geht's. Helfen wir der großen Tante. Dear, what would you like to have today? Bedauerlicherweise jetzt, sag nicht. Was passiert? Oh, endlich Kundschaft! Ich habe vor kurzem eine warmherzige Wolkenritterin getroffen. Sie ist deine Freundin, Chimps. Ja, und sie ist super nett. Ja, sie und die Sekretärin von Handelsgilde kamen vor einer Weile vorbei. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Ich habe vor ein paar Kunstveranstaltungen zu organisieren, aber ich kenne niemanden, der dort auftreten könnte. Könntest du einige Live-Auftritte besuchen und ein paar Aufnahmen zu machen? Willst du auch eine Geschichtenerzählerin werden? Nein, keineswegs. Ich möchte mit diesen Aufnahmen nur mehr Touristen anlocken. Ich mache mir einfach Sorgen um meine Stammkunden. Was ist, wenn ich dem Logistiknetzwerk der Gilde beitrete und Essen zum Mitnehmen anbiete? Dann habe ich keine Zeit mehr, mich um sie zu kümmern. Werde ich dann in Zukunft noch Kunden haben? Mach dir keine Sorgen. Bestimmt werden deine Stammkunden weiterhin zu deinem Stand kommen. Aber der Meckerkranich-Lieferservice ist heutzutage einfach so bequem. Wer weiß, was in Zukunft passieren wird. Wenn all die jungen Leute sich ihr Essen nach Hause bestellen. So, Shang hat hin und her erwähnt. Ein aufstrebendes Duo in der Erzählkunstbranche. So etwas würde perfekt zu meinem Stand passen. Naja, oder zu Pokémon 5. Generation. Hin und her, die beiden Lokführer aus der... Na, was war das jetzt noch? Von der Metro. Von der Kampfmetro. Und Herr Qian ist ein bekannter Geschichtenerzähler. Meine Stammgäste würden sich lieben gern Aufnahmen von ihm anhören. Ich könnte wirklich deine Hilfe gebrauchen. Kein Problem. Gehe zum Hafen des Sandskiff und frage hin und her nach ihrer Meinung. Ah, warte mal, Hafen der Sternskiffe. Time to log off. I mean, head back. Schau diese Wahrsagung der Wasserkommission von Gian Chulufa an. Sie mag zu treffen sein, aber es gibt Regeln für diese Dinge. Jawohl, wie man so schön sagt, die Wahrsagekommission hat drei Tabus. Berühre nicht das Board, berühre nicht den Korb, berühre nicht das Netz. Warum lässt du das wie ein Sport klingen? Tatsächlich heißt es dort, keine unaufrichtige Wahrsagerei, keine ungerechte Wahrsagerei und keine ungeübte Wahrsagerei. Hör auf zu nörgeln, lassen wir es einfach dabei bewenden und überlassen es den anderen zu entscheiden, wer der wahre Wahrsager der Wahrsagekommission ist. Moment mal, du bist ein Wahrsager der Wahrsagekommission? Wow, ich hatte ja keine Ahnung. Wenn man das wüsste, würde man das Spiel verraten. Ich habe gestern einen Sturm vorausgesagt und mitten in der Nacht ist ein Sturm aufgezogen. Ist es nicht Beweis genug dafür, dass ihr ein Wahrsager der Wahrsagekommission bist? Bin? Es war doch ein bisschen Wind. Was meinst du mit nur ein bisschen Wind? Es herrscht Sturmstärke und es weht die ganze Nacht lang. Erinnerst du dich daran, dass es mehrere Steinlöwen vor den Toren des Throns der göttlichen Vorsehung gibt? Natürlich, ich habe sogar schon einmal ein Foto von ihnen gemacht. Große runde Augen, den Himmel anbrüllend, sie sehen majestätisch aus. Letzte Nacht war es zu windig. Ich war beim Schlafen, als ich ein krachendes Geräusch vom Thron der göttlichen Vorsehung hörte. Und als ich heute Morgen in den Hafen der Sternskiffe kam, meine Güte, sah ich, dass der Wind einen Steinlöwen bis zum Hafen mitgerissen hat.
Tja, ein Steinlöwe wurde zum Hafen der Sternskiffe geweht? Was, denkst du, ich übertreibe? Geh ihn doch fragen, wenn du mir nicht glaubst. Glaubst du, der Wind hat den Steinlöwen den ganzen Weg bis hierher getragen? Unsinn, dieser Steinlöwe ist schwerer als ein Felsbrocken. Wie soll der Wind den denn zum Hafen der Sternskiffe getragen haben? Überleg doch mal. Beruhige dich, dieser Steinlöwe gehört zum Thron der göttlichen Vorsehung, deshalb muss er ein fühlendes Wesen sein. Wenn ihm von den brüllenden Winden kalt wird, weiß er, wie er einen wärmeren Ort findet. Deshalb kann er zum Hafen der Sternkiffe. Und wo ist dieser riesige Löwe jetzt? Ach, der Wind hat sich doch gelegt, oder? Deshalb ist er zurück zum Thron der göttlichen Vorsehung gegangen, um seine Arbeit zu machen. Danke, dass du vorgekommen bist. Mein Name ist Herr und das ist Hin. Wir üben hier im Hafen unsere Comedy-Nummern. Brauchst du etwas von uns oder willst du dir noch eine Jiang Cheng Comedy ansehen? Darum bitten, eine Aufnahme machen zu dürfen. Leider sieht es so aus, als hätte unser Publikum heute andere Pläne. Komm schon, man kann sich über andere lustig machen, aber nicht über das eigene Publikum. Wenn wir das machen werden wir am Ende selbst zur Lachnummer. Ja, wer über seine Kundschaft lacht, sich nur selbst zum Affen macht. Machst du einen schlechten Scherz? Spürst du im Geldbeutel den Schmerz? Moment, Moment. Wir machen hier keine schlechten Witze, aber wir kommen zum Thema ab. Zurück zu den Leuten. Wie wäre es, wenn ich die improvisierte Jiang Cheng-Nummer von eben aufnehmen würde? Nee, vergiss es, das war fürchterlich und überhaupt nicht originell. Wir können auch eine Menge improvisieren, aber wir sollten nichts überstürzen. Die Sache mit der Aufnahme klingt gut, aber diese Entscheidung müssen wir gemeinsam treffen. Naja, ich weiß nicht so recht. Aber warum denn nicht? Es geht doch nur darum, einen Stammkunden einen Gefallen zu tun, oder? Eine Absage würde uns herzlos aussehen lassen. Ich werde deine Bitte ja nicht komplett ausschlagen, aber Herr und ich sind einfach nur Jiang Cheng-Enthusiasten. Wir haben noch nicht genug Erfahrung für eine große Show. Wir haben ein paar gute Auftritte hingelegt. Aber das war's auch schon. Ehrlich gesagt kann ich die Auftritte, die wirklich erfolgreich waren, fast an der Hand abzählen. Ich kann einfach nicht versprechen, dass unsere Jiang Cheng Comedy-Kundschaft zum Stand vom großen Tantchen in der Aurumallee locken wird. Wir sind zwar älter als du, aber das heißt nicht, dass wir in Sachen Jiang Cheng Comedy viel Erfahrung gesammelt haben. Und wir wollen es vermeiden, potenzielle Fans zu vergrauen. Ich finde, ich zwei macht euch zu viele Gedanken. Als Neuansteiger in dieser Branche kann man nicht vorsichtig genug sein, wenn es um die eigene Karriere geht. Wir bitten dich, unsere Entscheidung zu respektieren und die ganze Sache auf sich beruhen zu lassen. Wir wollen nicht mehr über die Sache mit den Aufnahmen reden, aber wenn du meine Jiang Cheng Show sehen willst, bist du jederzeit willkommen. Tja, in dieser Sache gibt es offenbar keinen Verhandlungsspielraum. Vielleicht sollte ich einfach mein Glück bei Herrn Chian versuchen. Gekrümmtes Holz muss erneut gebogen werden, um gerade zu werden. Und es erfordert Geschick aus Übertreibung und Lügen, die Wahrheit daraus zu finden. Wenn das Echte eine Fälschung ist, ist auch die Fälschung echt. Und du musst eine Münze werfen, um meine Rede zu hören. Ich bin Chian, ein bescheidener Geschichtenerzähler im schlaflosen Grafen. Wenn du dir gerne einige Geschichten in Romanlänge anhören würdest, musst du möglicherweise eine Weile hier warten. Obwohl du noch ein bisschen auf meine Vorführung warten musst. Die Musik spielt und der Tee riecht gut. Wie wäre es, dass du diese Weile gut benutzt, indem du beim Tee trinken etwas Musik hörst? Du bist ein Geschichtenerzähler, aber auch an der Leitung des Teehauses hier beteiligt? Guter Herr, worüber sprichst du? Wenn das Teehaus gut läuft, werden meine Gäste kommen, um Tee zu trinken. Mit vielen Gästen kann ich dann Freunde finden und ein wenig Geld verdienen. Übrigens ist der Tee im schlaflosen Grafen ganz gut. Wenn du ein paar Empfehlungen brauchst, würde ich sagen, du sollst eine Kanne Jäger Mao Feng Tee bestellen. Zufriedenheit garantiert. Einige Gäste sind Teekenner und Fachsimpel im schlaflosen Grafen, oft über allerlei Teeweisheiten. Ich bin kein Gelehrter, aber ich habe mir schon einige Fakten gemerkt und kann sie wiedergeben. Wärst du interessiert? Ihn darum bitten, eine Aufnahme machen zu dürfen. Ich verstehe, ich habe ein paar Auftritte im schlaflosen Grafen geplant. Du kannst sie gerne aufzeichnen, wenn du willst. Okay, Herrn Xians Erzählungsauftritte aufnehmen. Herr Xian steckt so viel Gefühl in seine Auftritte und redet sehr viel.
Ich freue mich immer über neue Zuhörer. Man sollte einer aussterbenden Kunst eine Überlebenschance geben. Hm, was gibt es da zu seufzen? Gibt es denn irgendwelche Probleme mit meinem Auftritt oder bedrückt dich etwas anderes? Naja, eben sagen, dass du von hin und her abgewiesen wurdest. Nun ja, das ist ähnlich wie mit der Erzählkunst. Die Leute zeigen einfach immer weniger Interesse an Jiang Cheng Comedy. Ich kann sehr gut nachvollziehen, warum sie da so vorsichtig sind. Schließlich sind Jiang Cheng Auftritte schon längst keine zuverlässige Einnahmequelle mehr. Aber sie sind neu und unerfahren. Da ist es ganz normal, dass sie noch nicht so recht wissen, wie es in der Branche läuft. Wenn du ihre Jiang Cheng Auftritte aufteilen willst, weiß sie auch schon, wie wir sie dazu überreden können. Okay, bitte klär mich auf. Als ob ich das aufklären nennen würde. Weiß ich nicht, aber ich kann dir die eine oder andere Sache erzählen. So wie die Wolkenritter die Tiki trainieren, müssen auch Jian Cheng und Erzählkünstler ständig vor einem Publikum üben. Ich weiß zwar, dass sie auch noch arbeiten gehen müssen, aber wenn man immer am selben Ort auftritt, kann man sich nur schwer weiterentwickeln. Man kann als Dialogschauspieler nur besser werden, wenn man offen für die Kritik des Publikums ist und ständig an sich arbeitet. Sie könnten davon profitieren, ihren Auftritt aufzeichnen zu lassen, denn dadurch haben sie ein größeres Publikum, an dem sie ihr neues Programm ausprobieren können und das ihnen Rückmeldung geben kann. Das ist doch viel besser, als mit sich selbst zu reden. Tja, das stimmt allerdings. Tut mir leid, ich wollte nicht arrogant klingen. Entschuldige bitte. Du erinnerst dich noch daran, was ich gesagt habe, oder? Sag ihnen einfach genau das, dann werden sie es sicher verstehen. Und wenn ihr das nicht überzeugt, sag ihnen, dass ich einen Erzähl-Kunstauftritt in der Aurum-Allee plane und mich freuen würde, ihre Jiang Cheng-Comedy in meinem Vorprogramm zu haben. Tja, Aufnahme von Herrn Chians Auftritt. Das hört sich doch schon mal gut an. Jetzt reden wir mal wieder mit den beiden Lokführern. Hin und her, da geht es jetzt daher. Let me teach you all how to sleep like the general. Ah, da kommt unser geschätztes Publikum. Bist du auf der Suche nach etwas? Warte mal. Ihnen erzählen, was Herr Chiang gesagt hat. Ja, da hat er nicht ganz unrecht. Darauf hätte ich auch schon früher kommen können. Es ist nie zu spät, um das Ruder rumzureißen. Außerdem würde ich alles dafür tun, um im Vorprogramm von Herrn Chiang auftreten zu können. Wenn ich jemals davon träumen sollte, eine solche Chance zu bekommen, würde ich vor Lachen aufwachen. Worauf warten wir noch? Gut, dann mal los. Den Auftritt von hin und her aufzeichnen. Wenn wir Zeit haben, schauen wir demnächst mal am Stand vom großen Tantchen vorbei, um unser Publikum nach seiner Meinung zu fragen. Ja, lass dir ruhig Zeit und richte ihr bitte unseren Dank aus. Gut, Mission abgeschlossen. Mission abgeschlossen. Ah, sieh mal an, da fliegen jetzt sogar auch wieder die Kraniche herum. Als du zurückkommst, triffst du zufällig Mingxi, die zu Besuch ist. Ich nehme an, ich sollte zu dir kommen, weil du jetzt bereit bist, mit dem Doc zusammenzuarbeiten, Großtantchen. Ja, das ist richtig. Ob Phantom hat, wo die Aufnahmen hat, die ich brauche? Ja, ich habe die Aufnahmen, um die du mich gebeten hast. Hier, bitte beide da. Vielen Dank, dann wollen wir mal sehen. Das große Tantchen legt die Aufnahme in ihr Wiedergabegerät. Danke für deine Hilfe. Mit Hilfe dieser Aufnahmen werden wir sicher mehr Kunden bekommen. Meine Probleme wurden gelöst, also will ich mein Versprechen auch halten. Es geht um... Oh, was war es noch gleich? Es ging um Logistikplanung, richtig? Entschuldige bitte, ich habe ein furchtbar schlechtes Gedächtnis. Richtig, darum ging es. Das große Tantchen hat sich gerade mit den Docs geeinigt. Phantom Heart, bitte füge ihren Imbestand zu unserer Logistikplanung hinzu. Bald wird es neue Aufträge geben. Okay, fangen wir mit der Planung an. Also gut, der Imbestand. Okay, wir müssen mal sehen, wie das effizient gehen kann. Geht das so? Thank you.
Okay, die Logistikplanung könnte weiter optimiert werden. Aber wie jetzt genau? Das sieht der Sack immer noch nicht besser aus. Nee, das sieht der Sack jetzt schlechter aus. Also so wie wir es der Sack hatten, das war doch jetzt der Sack gut. Tja, ich weiß nicht, besser kriege ich das so jetzt sag nicht hin. Ich sehe jetzt jedenfalls auf jeden Fall keine bessere Reichweite. Wir können das Ganze, sag jetzt nochmal andersrum machen. Naja, ein bisschen besser. Aber finde ich, sag jetzt auch nicht gerade so gut, aber machen wir einfach mal so. Danke, Phantom Hearts. Su Shang hat mir übrigens erzählt, dass die Künstler noch weitere Auftritte geplant haben. Schau also ruhig vorbei und sieh dir sie an, wenn du Interesse hast. Durch deine Hilfe gewinnt der Imbestand wieder an Beliebtheit. Gut. Das finde ich jetzt aber auf jeden Fall gut. Tja, neue Waren sind am Dock eingetroffen. Und warten mal wieder auf den Weitertransport.
Aber trotzdem, ich wüsste, er sagt wirklich nicht, wie ich hier sagt, die Route, er sagt, effizienter hätte machen können. Mr. Yunfeng from the Heron Express sees Cy Crane's family. Naja. And he said he'd never turn his back on family. Wieso ist da jetzt also kein geeigneter Platzierungspunkt da? Wie groß ist denn das? Also das sei also damit gemeint, dass man jetzt noch Optimierungsmöglichkeiten hätte. Okay, wir müssen das Ganze also so effizient wie möglich gestalten. Gut, individuelle Bestellung Kranich-Express. Da die Logistik des Docks immer besser wird, bietet der Kranich-Express jetzt ein individuelles Bestellmodell an. Dies ist wichtig, um das Vertrauen der Partnerläden zu gewinnen. Ja, gut, aber ich bin ja, sag hier noch nicht fertig. Hallo. Verdammt nochmal, ich war doch ja, sag noch nicht fertig. Was haben wir denn jetzt hier beim Ladenindex? Hier ist der Bericht über die Wiederbelebung der Aurum-Allee. Arbeite mit den Läden zusammen, um Wohlstandszertifikate zu erhalten. Ah, ja. Gut, hier gibt es also, wie es aussieht, noch einige Geschäfte. Na gut, warte mal, die Dockoperation. Nein, individuelle Bestellung erstmal. Übrigens, Phantom Heart, ich bräuchte noch einen kleinen Gefallen von dir. Yun Feng von Kranich Express hat vorgeschlagen, dass wir individuelle Bestellungen anbieten, um bei unserer Kundschaft Vertrauen aufzubauen. Was sind individuelle Bestellungen? Wie soll ich das erklären? Wenn du in ein Bekleidungsgeschäft gehst, hängen dort die gewöhnlichen Klamotten an der Stange. Passable Qualität, nicht zu teuer, erfüllen die Anforderungen der meisten Kunden. Das würden wir allgemeine Bestellung nennen. Aber in gehobeneren Geschäften gibt es professionelle Schneider, die dir maßgeschneiderte Kleidung anfertigen. Das wäre dann individuelle Bestellung. Im Grunde müssen wir unsere Dienstleistung an die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden anpassen. Vertrauen aufbauen? Ganz genau, sobald wir beginnen, individuelle Bestellungen anzubieten, werden unsere begeisterten Kunden uns und der Händlergilde der Aurum-Allee mehr Vertrauen entgegenbringen. Das heißt, sie werden in Zukunft gewillter, eine Zusammenarbeit mit uns einzugehen. Du kannst individuelle Bestellungen also als besondere Herausforderung von unseren Kunden ansehen, die mit attraktiven Belohnungen einhergehen. Yuan Feng von Kranich Express wird uns die individuellen Bestellungen im Detail übermitteln. Wenn wir sie erfüllen, stärken wir unsere Beziehung zu den Kunden. So begabt wie du bist, Phantom Heart, bezweifle ich jedenfalls, dass diese individuellen Bestellungen eine große Herausforderung darstellen werden. Ich zähle auf dich. Gut. Dann mal gleich an die Arbeit. Gut. Ach ja, jeder Laden in der Aurum-Allee kann Herausforderungen für individuelle Bestellungen ausgeben, bei denen du Inventarisierung nach besonderen Anforderungen füllen musst.
Nachdem du individuelle Bestellungen in den Läden abgeschlossen hast, kannst du Wohlstandszertifikate erhalten. Gut, Waren stapeln. Erziele 2200 Bestellgewinne. Gut, Mission abgeschlossen. Hier empfängt es unseren Service hochzufrieden und das haben wir dir zu tragen. Jetzt, da wir eine stabile und langfristige Kooperation mit Kranich Express eingegangen sind, können wir noch mehr hochwertige Güter über das Dock beziehen. Tja, Yuan Feng ist wirklich ein verlässlicher Partner. Ohne Frage, bei Kranich Express kennen sie sich wirklich aus, was Transport und Versand betrifft. Wir haben schon viel von ihnen gelernt. Ich bin mir sicher, dass bald noch mehr Händler eine engere Geschäftsbeziehung mit uns eingehen wollen. Wir werden halt also bitte weiterhin Ausschau nach potenziellen Geschäftspartnern. Gut. Haben wir jetzt, gesagt, weitere Bestellungen? Ja, Inventaraufstockung ist immer noch da. Moment, wie sollen wir, sag hier, vier... Wie sollen wir da, sag jetzt, vier Kisten aufbauen? Moment. Geht das so? Nein. Ah, okay. Das muss dann jetzt auch erstmal gesagt werden. Der Teppich ist, sag jetzt mal, wieder vonnöten. Okay, entladen wir... Ja, entladen wir das Ganze nochmal. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal ein bisschen besser an.
Wie sollen wir jetzt, er sagt, noch mehr Gelder erhalten? Okay, dann eben so mit den weiteren Vasen.